Hallo und herzlich willkommen zurück zum Koranapolog Entwicklerkommentar. Nachdem ich das letzte Mal ruhmreich, also wirklich ruhmreich, eine Wanze übersehen habe, nämlich diese hier, habe ich sie jetzt gefunden und kann die Quest abschließen. Übrigens, mir ist aufgefallen, die unsichtbaren Fobs, die man normalerweise sehen konnte, also diese Aquamarine. jetzt steht das Spiel wieder still. Mein Gott, der Grafiktreiber ist, glaube ich, dran schuld. Die gehen weg, wenn man neu lädt. Also bei den Schmetterlingen jetzt nicht. Aber bei den anderen. Also hier bei den Ungeziefer zum Beispiel. Das finde ich ziemlich seltsam. Aber muss auch irgendwie am DirectX-Patch liegen. Das Problem ist auch schon bekannt und wird bestimmt irgendwann gefixt. Oh, und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Deswegen hat es auch so kurz geruckelt. Da muss ich gleich wieder neu laden, damit dieser doofe Film weggeht. Naja, erstmal diesen Dialog durchmachen. Ich habe das ganze Ungeziefer erledigt. Wunderbar. Ich danke dir vielmals. Kannst du mir jetzt einen Kuchen backen? Rafty will mir helfen, die Kohlestollen freizupumpen. Nur möchte er als Gegenleistung einen von deinen Kuchen haben. Die sollen sehr lecker sein. Sicher, das mache ich doch gerne, wo du mir doch so gut geholfen hast. Sag Rafty, er kann seinen Kuchen morgen abholen. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Dankeschön, aber eine Sache muss ich noch gestehen. So, was denn? Da kleben nun überall diese Überreste von diesen Schaben. Oh, da fällt mir schon jemand ein, der sich darum kümmern könnte. Sag bitte meiner Tochter Bescheid, sie soll einmal zu mir kommen. So, und hier unsere Rache für alle Zicken dieser Welt. in Form von Elena. Okay, jetzt fängt es auch an zu ruckeln. Also das, ich lad mal schnell. Oder, also ich speichere. Ich schlafe. Und gucke dann. Na, die haben immer noch so einen Film. Da muss ich auch noch kurz laden. Beziehungsweise speichern und laden. Ich höre auch immer noch Regen. Also irgendwas ist doch hier verrückt. So, alles wieder im Lot, nur dass wir diesen Balken im Gespräch haben. Hey. So, Elena. Hallo, deine Mutter möchte dich sprechen. Oh, danke. So, und jetzt geht sie hier ins Haus und muss nun diese Schaben wegputzen. Ich meine, hat sie auch verschuldet. Dann kann sie das auch ruhig mal machen. So, viele Quests sind tatsächlich nicht mehr offen. Ah ja, Wasser im Kohlestollen kann ich jetzt natürlich erledigen. Da kann ich kurz zu Valandre. Müsst ihr die mir nicht jetzt auch noch den Auftrag geben? Ah, gut, ja, dass du da bist. Und, hast du schon etwas herausgefunden? Ein wenig, aber es ist noch vieles im Nebel verborgen. Kannst du dich auch einmal klar und ohne Umschweife ausdrücken? Nein. Na gut, worum geht's diesmal? Um meinen Geist vom Körper zu lösen und Dinge zu sehen, die nicht von Augen gesehen werden können, benötige ich etwas, das stärker ist als das aufbereitete Gift von Traumpilzen. Drogen? In der Tat, aber nur für Forschungszwecke. Auf dieser Insel gibt es einen alten Kohlestollen. Dort sollen besondere Minecrawler leben. Falls du sie findest, bringe mir doch bitte zwei von ihren Eiern. So, im Kohlestollen soll man also jetzt noch Eier finden und dementsprechend muss man natürlich auch das Wasser aus dem Stollen ablassen. Was mir noch eingefallen ist, wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte, zum einen dafür, dass ihr überhaupt diese Videos anseht. Ich meine, dann war der Aufwand zumindest nicht ganz vergebens. Und was ich ganz toll fand, dass ganz viele Leute die Geschehnisse aus Kurana aufgegriffen haben, entweder in ihre eigene Mod oder Hilfen dazu angeboten haben, Tutorials, Komplettlösungen geschrieben haben, und es gibt sogar ganze Übersetzungen in andere Sprachen, wie zum Beispiel ins Polnische. Die Mod wurde komplett übersetzt, allerdings ohne uns zu fragen. Da wäre vielleicht eine Nachfrage ganz cool gewesen, aber die Leute haben sich sehr viel Aufwand gemacht und da waren wir sehr froh drum, dass die Leute, dass denen die Mod so wichtig war. Ich habe mit Valine gesprochen. Sie backt dir einen Kuchen. Schön. Wo ist nun diese Pumpe? Ganz einfach. Du läufst Richtung Dorf. Vor der Brücke biegst du links ab und läufst am Felsen entlang.
Alles klar, wir treffen uns dann dort. So, Rafty hat zumindest keine Probleme, die Kohlemine zu finden, nachdem der gesägte Stamm mal überwunden ist, läuft er direkt dahin. Ich laufe mit ihm. Also, eine polnische Übersetzung, von der weiß ich, dass sie auf jeden Fall gibt. Ich glaube, die haben sogar synchronisiert. Ich da weiß nicht, ob... eins von diesen Drecksviechern. Ob die, eins ist viel weniger. Oh, die Synchronisation komplett durchgezogen wurde, also ob sie auch die Dialoge komplett übersetzt haben, aber vom Intro meine ich, da hätten sie auf jeden Fall Sprachaufnahmen gemacht. Gut gemacht, ein Drecks wie weniger. Ja, kein Problem. Und ja, ich habe jetzt auch gehört, in der Odyssee soll das Korana Level Mesh zum Einsatz gekommen sein. Da muss ich jetzt sagen, war ich erstaunt, weiß ich nichts von. Kann aber auch sein, dass die mich mal gefragt haben und ich hab's über die Zeit einfach vergessen. Das passiert öfter mal, dass irgendwer anfragt und ich sowas halt über die Zeit vergesse. Aber meistens war es eigentlich eher zu den Skripten von Battle of the Kings, dass die Leute angefragt haben. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Ich werde halt schon gern gefragt, wenn man Zeugs benutzt, was ich irgendwie mitentwickelt habe. Oh, jetzt leckt's wieder. Da wären wir. Dann mache ich mich mal ans Werk. Es kann aber eine Weile dauern, bis das Wasser abgepumpt ist. Okay, und hier auch realistisch, da wir es nicht lösen konnten, dass das, oder da wir es realistisch halten wollten, und das Wasser unten nicht direkt ganz abgepumpt sein soll, braucht Rafty ein bisschen. Das hatte auch irgendwie mit irgendeinem besonderen Grund zu tun und entsprechend dauert es ein bisschen, bis hier Wasser ankommt und tatsächlich langsam darunter läuft. Also gut, besser konnten wir es halt mit der alten Gothic Engine, also der Zen Engine nicht machen. Zen Engine? Und wenn man jetzt nach unten gegangen wäre direkt, dann hätte man auch dem Wasser beim Abpumpen zusehen können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch schnell genug bin. Ich riskiere mal ein bisschen, dass ich schneller bin. Ah, ne, wenn ich jetzt hier den schnellen Hering reinpfeife, dann sterbe ich garantiert. Da kann man hier schon was sehen. Ja, also ich weiß nicht, ob der es... Ihr könnt es wahrscheinlich nicht so richtig sehen, aber das Wasser wird langsam abgepumpt. Langsam, aber sicher. Und wenn ich unten bin, dann ist es wahrscheinlich schon komplett unten. Und dann können wir nachsehen, was unter der Wasseroberfläche ist. Da wartet im Gimmick, dass ich, wo ich ein bisschen mich für engagiert habe, ja, ich kann ja noch ein bisschen warten, bevor ich die es noch nicht wissen, Spoiler. Weiß ich ja nicht. Vielleicht guckt sich ja tatsächlich jemand das Video an und kennt die Mod noch nicht. Eigentlich total dämlich. Aber kann ja sein. Okay, das Wasser ist noch nicht ganz abgepumpt. Oh. Ich kann es aber auch nicht sehen. Das ist jetzt doof. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Man sieht das Wasser nicht und kann trotzdem nicht durch. Oh. Wer hat denn sowas umgesetzt? Ich hatte im Gedächtnis, dass wenn man hier runterkommt, das eigentlich immer direkt abgepumpt ist. Aber ich sollte besser nicht in das Wasser. Das hätte ich auch echt besser lösen können. Och, das ist jetzt echt ärgerlich. Jetzt muss ich hier ein bisschen warten. Naja, egal. Esse ich halt was. Vielleicht kriege ich ja noch die 50 Mana mit Dunkelpilzen zusammen. Tralala.
Übrigens, ich habe auch so viele Klatschen gekauft, weil es auch bei den Wanzen vorkommen kann, dass man mal eine Klatsche verliert, während man eine der Wanzen zerdrückt. Ach, den Alkohol habe ich. Ich habe den Alkohol gekauft, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Oh Mann. Ja, und aber ich habe in all meinen Tests nie geschafft, mehr als drei Klatschen zu verschleudern. So, hier das mit den Wasserpfützen und Tropfen. Huch, der aber ein bisschen daneben tropft. Das ist aber seltsam. Das ist die Idee von Freddy gewesen. Sieht im Original natürlich auch noch ein bisschen schöner aus. Hier klappt das mit der Transparenz nicht so richtig gut. Geh kaputt, geh schneller kaputt. So. Huch, wo ist denn der andere hin? Das soll einfach noch den Eindruck machen, hey, hier war vor kurzem noch Wasser drin und dann tropft es halt ein bisschen. Hm. Na? Ach. Und da hinten auch so schön, so, ja, keine Ahnung, ich hab's immer Alien-Schleim genannt, der irgendwie klar machen soll, hey, diese Minecrawler hier, die sind irgendwie so nicht von dieser Welt, sind mutiert und deshalb können sie unter Wasser überleben. Und da hinten sieht man sich schon die Minecrawler-Königin, die halt in diesem Fall mutiert sein soll. Ich hätte vielleicht auch die mutierte Minecrawler-Königin nennen können. Naja, auch egal. Und da war es mir halt auch so ein Bedürfnis, die nochmal einzubauen, weil die, ja, die kam im ganzen Gothic-Universum so selten zum Einsatz, also nur einmal. Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, ich hätte mir ja ein bisschen stärkeren Gegner gewünscht. Ja, die wehrt sich ja kein bisschen. Dafür kriegt man noch 250 Erfahrung. Das ist ja läppsch. So, hier dieser Alien-Schleim macht sogar Geräusche. Ist eigentlich ganz schön. Huch, man sieht das Crawler eigentlich, weil die Transparenz nicht aufgelöst wird. Oh, wie ärgerlich. Also so richtig kann ich den Patch dann doch nicht mit dem Corana-Prolog empfehlen. Ganz schönes Gimmick auch, wenn man in den Schleim reinläuft. Sollte einem langsam Lebensenergie abgezogen werden und passiert jetzt auch unwesentlich. Hm. Einmal ist mir gerade passiert. Und zweimal und dreimal. Aber irgendwie nicht dauerhaft. Verstehe ich nicht. Na doch, hier. Vielleicht auch dauerhaft. Wenn ich jetzt stehen bleibe. Hm. Ah, egal. Naja, so ein bisschen zieht es einem auf jeden Fall ab, wenn man diesen Schleim betritt. Und Kohle. Ich kenne ja einen Let's Player, der hat ein tolles Lied über Kohle gesungen. Nur so am Rande. Rafty muss ich jetzt natürlich wieder nach Hause schicken. Sonst bleibt er da die ganze Zeit stehen, der Arme. Und ein schönes Gimmick auch, wenn man ihm sagt, hey, das hast du geschafft. Und wenn man ein Bier dabei hat, dann gibt man das Rafty automatisch und kriegt 100 Expansion Points mehr. Einfach so aus Spaß. Ich weiß auch nicht, warum Freddy das so eingebaut hat, aber ich habe es einfach aus dem Drehbuch von ihm übernommen. Schade eigentlich, dass ich das Drehbuch auch nicht mehr habe. Ich glaube, das lässt sich auch nicht wiederherstellen, der ganze Webspace und so. Ist mittlerweile platt. Hat nicht mir gehört und ich war da auch noch ein bisschen jung und habe kein Geld verdient und dementsprechend habe ich mir das auch nicht geleistet. Im Nachhinein hätte ich aber gern unsere Domain zumindest übernommen. Die ist jetzt im Besitz irgendeines ja, dieser Domain-Klauer-Diebe. Irgendwie, wenn man eine alte, also eine Domain ist eine Webadresse übrigens, also wie www.milgo.de ist eine Domain. Und wenn man so eine abmeldet, dann gibt es irgendwie Leute, die dann diese aufkaufen und zu irgendwelchen dubiosen Seiten verlinken. In der Hoffnung, dass sie damit Geld verdienen. Und da die Domainpreise so niedrig sind, rechnet das sich bei den meisten auch noch. Leider. Naja.
Naja, wir werden ja auch wahrscheinlich kein weiteres Koran. Puh, das war eine Schinderei. Jetzt kannst du dort hinuntergehen und tun, was immer du dort tun willst. Ich danke dir vielmals. Hier, möchtest du ein Bier? Du bist echt ein Kumpel. Das kann ich jetzt gut brauchen. Und hier das angesprochene Bier. Habe ich eigentlich Lernpunkte? Jawohl. Hilf mir. Ach ja, ich glaube, ich kann gar nicht so weit lernen. Ach doch. Oh. So, hab mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich dachte, die Grenze ist niedriger. Bei 30 dachte ich, wäre sie. Also, dass man 20 zusätzlich erlernen kann. So, jetzt könnte ich mich auch direkt zu Valandre teleportieren, die Crawler-Eier haben möchte. Ich habe die Minecrawler-Eier gefunden. Wunderbar. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht. Ich habe auch noch etwas für dich. Dies ist ein ganz besonderer Trank. Ich bin sogar etwas stolz darauf. Wenn du ihn trinkst, bewahrt er dich ungefähr eine halbe Stunde lang vor Verletzungen durch Stürze. Setze ihn weise ein. Oh, danke schön. Und nun sei bitte so lieb und lass mich allein. Ich muss mich konzentrieren. So, das ist im Prinzip der letzte Dialog mit Valandre. Sie wird man erst in hätte man erst in Korana wieder gesehen. Ah, jetzt spinnt das Spiel wieder. Ich muss wieder laden und speichern und neu laden. Das ist echt doof. Also ich kann den Patch echt nicht für den Korana-Prolog in seiner aktuellen Fassung empfehlen. Wartet vielleicht noch ein halbes Jahr, aber dann ist im Prinzip auch egal. Naja. Es sieht ja auch im Original ganz nett noch aus. Ich finde, Gothic ist mit seiner Grafik eigentlich ganz gut gealtert. So, ab ins Dorf. Da wartet nämlich ja schon die nächste Überraschung. Hm? Wen muss ich denn dafür ansprechen? Seltsam. Naja, hier kann ich natürlich noch Colin seine Karte abdupsen. Kannst du diesen Alkohol in eine Bierflasche mischen? Warum denn das? Ja, wenn man jetzt natürlich ehrlich ist, dann hilft Martis einem nicht und man kommt nicht an die Karte. Da hätten wir vielleicht noch einen zweiten Lösungsweg. Zumindest kann ich mich an keinen zweiten erinnern, den wir eingebaut hätten. Ich will jemandem einen Streich spielen. Dein Freund möchte ich nicht sein. Aber egal, her mit dem Zeug. Ich fülle es dir in eine Bierflasche um. Bei solchen Späßen kann ich nie Nein sagen. Aber ich habe mit der Sache nichts zu tun. Natürlich nicht. So, und jetzt kann man Colvin auch schlafen legen. Ich glaube, irgendwann erholt er sich tatsächlich auch wieder. Nach ein paar Tagen oder so. Ich habe gehört, du sitzt auf dem Trockenen. Ja, oh Mann, ich würde alles tun für ein kühles Bier. Hier, trink. Oh, danke. Die Karte bekommst du aber trotzdem nicht. Das war echt gut, aber jetzt ist mir schwindelig. Ich nehme lieber schnell ein Heilkraut zu mir, sonst passt mein Kopf nachher nicht mehr durch die Tür. Oh. So, Hintergrund dieser Szene soll sein, was die meisten wahrscheinlich nicht so richtig verstehen, Colvins Geisteszustand vernebelt sich sehr schnell und dementsprechend geht er an seine Truhe, will sich noch schnell ein Heilkraut holen, schafft's aber auch nicht mal so richtig oder kriegt nicht mehr so richtig viel mit und lässt dann die verschlossene Truhe offen und dementsprechend kann man dann die Truhe öffnen. Nein, dann hätten wir das vielleicht ein bisschen anders gelöst und noch einen zweiten Lösungsweg hinzudichten sollen, aber gut, hat ja auch so ganz gut funktioniert. Oder wissen wir schon, dass Ferrell weg ist? Hallo, ich bin neu hier. Endlich mal wieder ein neues Gesicht. Ich bin Petra, die Frau von Martis. Wie bist du denn hier hingekommen? Ich wollte mit einem Schiff nach Koron, allerdings wurden wir von Orks überrascht. Ja, nirgendwo ist man von diesen Biestern mehr sicher. Aber Innes wird schon alles richten. So, hier Petra. Relativ unwichtiger Charakter von Martis Frau, dem hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Bedeutung zuwenden können. Gesprochen von meiner lieben Schwester, der ich sehr dankbar darum bin. Habe ich das nicht schon erzählt? Zeig mir deine Waren.
Sie ist immer sehr scharf gewesen darauf, nach meiner ersten Mod nochmal eine Sprecherrolle zu übernehmen. Und dabei hatte ich so wenig weibliche Rollen in meinen Mods. Dementsprechend konnte ich ihr da wenig anbieten. Hier war es nochmal soweit und wir waren auch dankbar, weil zu der Zeit war es einfach echt schwierig, weibliche Sprecherin zu kriegen. Und ja, dementsprechend war ich da immer ganz froh, wenn wir noch irgendwas in der Hinterhand hatten. Also meine Schwester, tja, hier das Boot, das man durchlaufen kann. Hey. Na Tom? Ist das Boot fertig? Nein, das siehst du doch. Es was muss ich denn noch für... Was muss ich denn noch für Aufträge erfüllen? Oh nein. Habe ich jetzt echt einen Bug gefunden, der das Spiel undurchspielbar macht? Oh Gott. Das ist ja echt tragisch. Jetzt habe ich genau im Let's Play einen A-Bug gefunden. Das ist ja echt tragisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dadurch wird jetzt die Quest nicht ausgelöst. Och, nee, ne? Ah, ich habe schon wieder vergessen, meine Uhr zu stellen. Verdammt. Wann habe ich denn angefangen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann schon einiges her sein. Oh, ist das jetzt ärgerlich. Ich weiß jetzt auch nicht so recht, wie ich das beheben soll. Dann würde ich sagen, mache ich hier an dieser Stelle Schluss. Und guck, wie ich dieses Problem fixen kann. Oh, das ist ja jetzt... Das ist ja grandios ärgerlich. Also, schlechter hätte ich es ja kaum machen können. Oh, und schon wieder habe ich beim Durchspielen einen Bug gefunden, ja? Das ist ja doch echt unglaublich. Ah, das nervt mich jetzt. Na gut, danke fürs Zuschauen. Ich guck mal, wie ich den Bug gefixt kriege. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Das ist dann wahrscheinlich die letzte Folge. Also, bis dann. Ciao.